Wie lange haben wir uns nicht gesehen? 5 Jahre ist es her. Seit 5 Jahren warst du nicht mehr hier. Ja. Und wie haben wir uns kennengelernt? Über die Dreharbeiten von ProSieben für Modern on the Street. Ja, das ist der absolute Hammer. Das war ein Erlebnis. Und okay. Das war ja auch so emotional, ne? Ja, für sehr dich emotional. Und für das mich war auch. Eine große Veränderung für mich auf jeden Fall. Ja, das freut mich. Und danach bist du aber auch gut zurechtgekommen mit der Frisur. Ja, doch. Hab's eigentlich ganz gut hingekriegt. War anfangs gewöhnungsbedürftig, das hinzukriegen, aber mit der Zeit hat funktioniert. Sehr schön. Ja, erzähl mal, du hast mir eine ganz spannende Geschichte erzählt. Ja, ich habe die Sendung damals gesehen und war gerade von diesem Umstyling hier im Salon so begeistert und habe seine Reaktion gesehen, die Tränen in den Augen, war selber total gerührt und baff einfach und habe ihn dann entsprechend bei Facebook angeschrieben. Aha. So sind wir ins Gespräch gekommen und sind jetzt auch schon fast dann 5 Jahre zusammen. So, erzähl mal, du bist sehr unzufrieden mit deiner, sag ich mal, Frisur, die Problematik, du hast auch unheimlich feine Haare, sehr sensible Haare. Und ja, erzähl ein bisschen die Geschichte, was du erlebt hast und warum du jetzt eine neue Frisur wünschst. Ja, meine Haare sind sehr dünn, ich brauche da einen richtigen Schnitt mal rein, ein bisschen Pep. Ich habe schon alles Mögliche durch an Schnitten, ich hatte schon Bob gehabt mit Pony, ich war schon blond, rot, schwarz, schwarz mit Blauton, ich habe schon alles durch. Ja. Und möchte mich jetzt auch einfach nur mal komplett beraten lassen, brauche ein bisschen Auffrischung. Ist ja schon alles richtig rausgewachsen und rausgewaschen. Okay. Und aufgrund des Umstylings von meinem Freund bin ich so begeistert gewesen, dass ich unbedingt hierher musste. Kurzer Schnitt ist ja vielleicht doch nicht so schön, aber das ist eigentlich perfekt. Wow. Ist richtig, also ob du doppelt so viel Haare hast, ne? Ja, genau. Wie so ein Pipi, was aber ein bisschen billig ausgesehen Weil ja, wenn man so viel Haare hat, ne? Aber es wirkt so, das ist tatsächlich echt. Das sind alles deine Haare, ne? Der Pony ist auch schön. Ja. Ich habe das jetzt vom Punkt aus auch so geschnitten, ne? Dass du wirklich so durch die Stutzhaare brauchst du so ranzuwuscheln. Ja. Ja, und dann fällt das auf und dann schiebst du das ein bisschen zur Seite. Die obere Haare sind ein bisschen stufiger, ein bisschen kürzer. Und dann habe ich dann quasi so, dass du hier nach außen, nach innen frisieren kannst. Du kannst auch einen kleinen Zopf machen, sagtest du eventuell, dass du das manchmal zwingst. Deshalb habe ich das länger gelassen. Und wichtig war für mich halt, dass du hier oben so richtig Hals hast, hier ein bisschen aus dem Gesicht und das hier ganz weich, wie es so weiblich fällt. Ne? Also ich mach mal ein bisschen, zeig dir nochmal einen Trick und zwar, ich sprühe ein bisschen Sherry, das ist ein unparfümiertes Haarspray. Anstatt Haargel nehme ich das, damit es nicht beklebt und dann schiebe ich das auch in die Ansätze, wenn ich da mehr Halt haben möchte. Und dann kann ich das quasi ein bisschen so definieren die Spitzen und gleichzeitig habe ich dann die Festigkeit und die Volumen. Ne? So, jetzt will ich dich hier sehen. Komm! Nimmst du sie so mit? Klar. Ja, sieht doch super aus. Sieht echt gut aus. Aber fällt dich ganz anders. Gefällt euch, ja? Ja, sehr. Gut.
Jungs. Ja, da ein Küsschen, ne? Den Finale. Drauf. Das ist ein Schaumfestiger, ganz weich. Das ist anstatt Gel möchte ich mit Schaum arbeiten. Schön reiben und dann gehst du schön in die Ansätze rein.